Während sich in Deutschland scheinbar alles um Bundesverfassungschef Maaßen dreht, dreht sich die Börsenwelt natürlich weiter. Der DAX hält sich knapp über 12.000 Punkte. Wie es weitergeht, gleich auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen bei Aktienlust TV zur neuen Börsenwoche. Ja, die letzte Börsenwoche hat ein bisschen Stabilisierung gebracht. Der DAX zurück auf über 12.000 Punkte. Darüber werde ich natürlich gleich mit unserem Korrespondenten am Frankfurter Börsenparkett, mit Mick Knauf, sprechen. Aber zuvor natürlich ein bisschen noch was Aktuelles. Ja, in dieser Woche, die ging los gleich mit den Verbraucherpreisen in Europa. Die kamen etwas schwächer rein als erwartet, also zumindest offiziell. Kerninflation bei 1%. Die offizielle Inflation bei 2%, wo eben die Energiepreise mit reinspielen. Aber das ist alles eigentlich das, was sich ja die EU, was sich die EZB wünscht. Das soll ja die Richtung hingehen. Von daher, Spielraum für Zinserhöhungen bleibt gering. Natürlich, man will die Anleihenkäufe weiter reduzieren. Das ist ja auch auf der Agenda, steht das ganz oben. Aber wie gesagt, daraus jetzt eine neue Zinshoffnung für Sparer abzuleiten, das halte ich für verfrüht. Wichtigstes Thema bleibt natürlich der Handelskonflikt zwischen den USA und China, wie es hier weitergeht, ja auch bezogen natürlich auf die Börsenentwicklung. Die chinesische Börse hing ja etwas in der Luft zuletzt. Jetzt spekuliert die Washington Post darüber, dass Donald Trump natürlich seine Forderungen wahrmacht und weitere Waren in Höhe von 200 Milliarden Dollar mit Zöllen belegt. Allerdings ist jetzt wahrscheinlich nur noch von einem Zoll von 10% statt 25% die Rede. Das könnte die Lage natürlich auch etwas verschärfen, ohne dass Donald Trump natürlich sein Gesicht verliert und die Forderungen eben abschwächt. Aber 10% statt 25%, damit wird der Markt leben können. Ohnehin bahnt sich hier etwas wie Normalisierung an. Das haben wir ja auch vor Wochenfrist schon hier mal besprochen. Schauen wir kurz, bevor wir zu Mick nach Frankfurt schalten, nochmal die Situation der Indizes an. Fangen wir mit dem DAX an. Sie sehen hier der Tanz um 12.000 Punkte. Der ist nach wie vor in vollem Gang. Die Woche ging zu Ende mit 12.124, aktuell etwas niedriger. Mal schauen, wie sich die Woche jetzt gestaltet. Ich denke, in dem Bereich um 12.000, 12.100 Punkte könnte ein Boden liegen. Aber der muss sich natürlich erst noch bestätigen. Ganz anders die Situation in Amerika. Schauen wir auf den S&P 500. Das ist ja der Index, auf den auf jeden Fall die Fonds ihr Auge gelegt haben, weil es eben die größten 500 amerikanischen Unternehmen beinhaltet. Hier sehen Sie kurz vor dem Sprung auf ein neues Allzeithoch, also ganz robuste Verfassung. Das geht natürlich auch oder gilt natürlich auch für den Technologieindex, den Nasdaq. Hier sehen Sie, dass die Entwicklung nach wie vor, der Aufwärtstrend ist intakt. Die jüngste Korrektur oder Konsolidierung, Korrektur wäre ja übertrieben, die ist schon wieder Schnee von gestern. Die Märkte stabilisieren sich hier, könnte die Woche weiter nach oben gehen. Und last but not least, nach China, der Blick auf den Shanghai Composite. Hier ist die Bodenbildung noch im Gange. Wahrscheinlich wartet man eben auf klare Signale in Sachen Handelsstreit. Wenn das klappen sollte, das sehe ich hier eigentlich die größte Comeback-Chance auch in Richtung 2019. Das werden wir hier künftig definitiv nochmal thematisieren. Ja, schalten wir jetzt zu Mick an die Börse nach Frankfurt. Ja, lieber Mick, der DAX hat sich ja über 12.000 stabilisiert. Ja, was sagt die Markttechnik? Wie sieht es da aus? Eine Einschätzung von dir. Ja, die 12.100er-Marke, Jürgen, die scheint tatsächlich auch nach wie vor eine der großen Wegmarken zu sein. Ja, letzte Woche haben wir sie ja zumindest am Freitag noch halten können. 12.124 sind wir dementsprechend raus. Das war zumindest mal noch ein kleiner Aufschlag. Aber wie gesagt, da ist man auch relativ schnell wieder runter. Und bei der 12.100er-Marke, da scheint der Markt tatsächlich aktuell unter Abgabedruck zu kommen. Aber da muss er tatsächlich nachhaltig drüber, um halt eben auch weiter steigende
Kurse zu generieren. Rein charttechnisch sind wir gerade beim Leitindex, beim DAX, doch ein wenig angeschlagen. Und da kann es uns immer wieder passieren, dass wir auch mal unter die Marke von 12.000, auch mal auf 11.700 nach unten fallen. Gut, so manch einer hier an der Börse findet es aktuell nicht dramatisch, dass wir tatsächlich mal eine scharfe Korrektur bekommen, wo man halt eben dann im unteren Bereich, wenn die Aktien wieder billig sind, dann halt eben auch mal zugreifen und zuschlagen kann. Ja, der Dow Jones liegt nach wie vor über der Marke von 26.000 Punkten, 26.154, letzten Freitag aus dem Handel rausgegangen. Der Euro zum US-Dollar hat sich etwas stabilisiert bei 1,1626, Feinunze Gold 1.193. Und letzte Woche hatten wir vor allen Dingen die Notenbanken im Visier, ob es die EZB war oder vor allen Dingen auch die türkische Notenbank. Die EZB war mehr oder minder ein Non-Event, Jürgen, müssen wir sagen. Die Nullzinspolitik bleibt uns noch erhalten und das wahrscheinlich über viele, viele Jahre. Okay, dass man das Anleiheankaufprogramm sukzessive runterfährt, ab Oktober nur noch 15 Milliarden in die Märkte pumpt, anstatt 60 Milliarden. Auch das war den Marktteilnehmern bekannt. Ja, da war die Überraschung in der Türkei schon wesentlich größer, muss man sagen. Dort hat die Notenbank tatsächlich den Leitzins von sage und schreibe 17,6% auf 24% erhöht. Und das gegen den einzigen Willen des aktuellen Präsidenten Erdogan, muss man sagen. Der hat von vornherein gesagt, er hätte lieber fallende Zinsen. Aber da haben sich die Notenbanker in der Türkei nicht dran gehalten. Das Ergebnis war aber letztlich dann doch, dass die türkische Lira zumindest einigermaßen stabilisiert wurde, muss man sagen. Und vergangene Woche, ja, es wurde ja über sämtliche Medien darüber berichtet, 10 Jahre Lehman Brothers Pleite, ob sich das ganze Szenario nochmal wiederholen könnte. Also ich glaube, dass die Banken da schon dran gearbeitet haben, dass man etwas sicherer ist und die Kunden heutzutage auch vorsichtiger geworden sind. Und ich sage mal, grob sich nicht jeden Mist andrehen lassen, ins Portfolio stecken lassen. Ich glaube, dass man da zwar leidvoll, aber auf jeden Fall 2008 oder 2009 einiges gelernt hat. Ja, 10 Jahre Lehman-Pleite, lieber Mick. Ich bin ja davon überzeugt, dass die Notenbanken gelernt haben, dass sich das nicht wiederholen wird. Aber wie sieht es die Woche hierzulande aus am Markt? Donald Trump ist ja wieder dabei, neue Strafzölle gegen China einzuführen. Ja, diese Woche steht ganz im Zeichen mal wieder der Geopolitik, vor allen Dingen heute halt eben auch. Wir haben ja von Donald Trump, dem US-Präsidenten, gehört, dass gerade heute am Montag eventuell nochmal neue Schutzzölle gegenüber China erhoben werden könnten. Aktuell sind es 50 Milliarden US-Dollar. Es könnten heute dementsprechend 200 Milliarden US-Dollar on the top, also nochmal oben drauf kommen. Das würde dann tatsächlich Güter wie Elektronik, Fischprodukte oder sogar Möbel betreffen. Ja, der US-Präsident ist da nicht zu bremsen, wenn es halt eben um den Protektionismus der Vereinigten Staaten geht, besonders nicht gegenüber China. Aber dass die Chinesen natürlich in gleicher Münze zurückschlagen, das tut natürlich den Börsen überhaupt nicht gut. Und das wird das Thema sein, was wir auch in den kommenden Wochen so oder so an den Börsen als Begleiterscheinung sehen werden. Denn es ist natürlich ganz klar, dass auch die Eurozone im Bereich der Konjunkturerwartungen bei all dem Protektionismus, der da aus den Vereinigten Staaten kommt, eher verhalten ist. Und das haben wir ja auch in den letzten Analysen gesehen. Das haben wir bei Umfragen bei den Marktteilnehmern gehört. Da ist man und da bleibt man de facto natürlich vorsichtig. Vor allen Dingen haben wir natürlich noch unerledigte Themen, wie zum Beispiel der Haushalt in Italien oder halt eben auch der noch ungeregelte Brexit. Und da wäre es natürlich schon die Frage, wie will man jetzt mit Großbritannien umgehen? Mit einem No-Deal-Brexit oder mit einem Deal-Brexit? Und ich glaube, dass der No-Deal-Brexit tatsächlich hier nochmal Verwerfungen an den Aktienmärkten dementsprechend sorgen könnte. Ja, der Haushalt in Italien, ich habe es schon angesprochen, der muss natürlich auch nach wie vor noch aufgestellt werden. Nein, nur weil wir nicht darüber sprechen, sieht die Lage in Italien ja nicht unbedingt besser aus. Das heißt, der Markt wird auch diese Woche ganz klar um die Marke von 12.100 zuerst einmal kämpfen. Und da werden wir mal schauen, wie es dementsprechend da weitergeht. Denn die großen Kurstreiber, ja, die fehlen uns diese Woche. Ja, lieber Mick, eigentlich bereiten wir uns ja schon auf die neue Berichtssaison Anfang Oktober vor. Aber es gibt noch ein paar Nachzügler, die ihre Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen. Was steht da noch auf der Agenda?
Ja, Jürgen, in der Tat, wir haben noch mal Zahlen, aber das sind nicht die Kurstreiber, von denen ich eben gesprochen habe für diese Woche. Wir haben noch ein paar Nachzügler, die da mehr mit Quartalsberichten kommen, oder wir haben noch ein paar Capital Markets Day. Ja, fangen wir heute direkt mal an mit dem Montag. Da haben wir Hennes und Mauritz, H&M, die noch mal ihre Zahlen dementsprechend berichten, dann in den Vereinigten Staaten Oracle oder auch FedEx. Morgen geht's dann in den Vereinigten Staaten, in den USA weiter mit Zahlen von General Mills, am Mittwoch dann aus Großbritannien die Zahlen von Kingfisher und natürlich am Mittwoch, nicht uninteressant für den europäischen Markten, die Kfz-Zulassungszahlen für den europäischen Markt der Agentur ACEA. Da werden wir natürlich ganz genau hinschauen, weil das betrifft natürlich vor allen Dingen die deutschen Bauer, Autobauer, BMW, VW, Daimler. Da geht es natürlich ganz klar um den großen Bereich auch nochmal des sogenannten Dieselgate, des Dieselskandals. Muss man mal schauen, wie gut da tatsächlich die deutschen Automobilbauer Autos zugelassen, das heißt dementsprechend auf die Straße, auf den Markt gebracht haben. Und am Donnerstag dann nochmal Zahlen aus den Vereinigten Staaten von Micron Technologies. Am Donnerstag zusätzlich dann auch noch Zahlen von Rocket Internet, die laufen ja immer so ein bisschen hinterher. Und Schaeffler hat Capital Markets Day. Ja, Schaeffler, großer Automobilzulieferer. Ja, und die erwischt es ja auch immer wieder in letzter Zeit, wenn die Automobile uns runterfallen, wie BMW, VW, Daimler, ja, dann kommen halt eben auch solche Geschäfte wie Continental, Schaeffler oder Heller, die halt eben im Automobilzulieferbereich sind, zum Teil unter die Räder. Also das war der Donnerstag und am Freitag haben wir dann auch nur noch in Anführungszeichen Capital Markets Day bei Foslo. Und das war es auch eigentlich schon wieder mit der Börsenwoche. Also da passiert vielleicht etwas in der zweiten gar oder in der dritten Reihe, aber das sind natürlich keine großartigen Kurstreiber, wie ich sie eingangs bezeichnet habe, um den Markt hier, den DAX, tatsächlich nun weiter nach oben zu treiben. Da müssten schon eher geopolitisch positive Nachrichten auf die Märkte zukommen, dass wir tatsächlich die Anleger, die Börsianer, auch wieder mal in Kauflaune erleben. Das ist aktuell sicherlich nicht der Fall, zudem hat eben der Börsenmonat September seinem schlechten Ruf tatsächlich aktuell alle Ehre macht. Ja, bleibt uns nur, Füße stillzuhalten, abzuwarten, dementsprechend nach ein paar Perlen zu schauen. Und sollte der Markt weiter nach unten fallen, ja, dann haben wir ja tatsächlich die Möglichkeit, uns billiger einzukaufen. Ja, herzlichen Dank, lieber Mick. Ja, so richtige Kurstreiber sind die Woche da ja scheinbar nicht dabei. Da wird es wohl wieder auf Donald Trump ankommen. Vielleicht ein Tweet oder auch eben eine Entwicklung im Handelsstreit mit China könnte für Impulse sorgen. Wie gesagt, der September ist ja nicht mehr so lange. Ab Oktober die neue Berichtssaison. Darauf setzen wir, dass dann wieder ein bisschen mehr Schwung an die Börse kommt, ein bisschen mehr Leben auch endlich wieder mal in den deutschen Markt kommt. Ja, aber wir suchen ja auf Aktienlust auch immer nach interessanten Stories für Sie. Mick hat gleich noch für Sie eine Spezialanalyse zu Adobe Systems im Gepäck. Das ist ja die Firma, die für die PDFs zuständig ist, ja, oder eben auch für, ja, für Zeitungen und für Online-Magazine, dass sie ihre Ausgaben erzeugen können über eben Adobe Software. Ganz interessant, sollten Sie sich noch anschauen. Wird wahrscheinlich auch im Laufe des Tages noch auf Aktienlust veröffentlicht. Das war's in dieser Woche von Aktienlust, die Börsenwoche. Ich hoffe, es ist für Sie die richtige Einstimmung, wie gewohnt, auf die nächsten Tage an der Börse. In einer Woche an der gleichen Stelle wieder mehr von uns. Das war's hier für heute, Ihr Jürgen Schmidt. Bevor ich es vergesse, wir haben ja am Samstag das große Aktienchecker-Video zu Procter & Gamble gedreht. Dazu haben wir auch noch einen kostenlosen Sonderreport zu der Aktie angefertigt. Steht Ihnen ganz kostenlos zur Verfügung, ohne Abo-Falle, ohne alles, wie Sie es gewohnt sind von Aktienlust, absolut gratis. Einfach nochmal das Video anschauen. Am Ende des Videos gibt es eben den Hinweis zu der Sonderanalyse oder unter dem Video auf unserem YouTube-Channel gibt es den Link, wie Sie zu diesem Sonderreport kommen. Sollten Sie sich auf jeden Fall sichern, einfach downloaden, tolle Analyse, damit Sie alles Weitere zu diesem Wert wissen und wie Sie da vorgehen sollten, wenn Sie da einsteigen wollen. Also runterladen, anschauen und vielleicht auch investieren.